Bethesda Game Studios. Ah, ist das nicht ein sternenhafter Moment? Nach all den Jahren dürfen wir das neue Spiel von Bethesda begrüßen und damit ein herzliches Willkommen zu Starfield. Ich heiße euch hier herzlich willkommen, das habe ich gerade eben schon mal gesagt, aber es ist soweit, wir dürfen Starfield spielen. Im Early Access, also ein paar Tage vor Release. Du musst, das kann jeder, ihr dürft einfach nur 30, 40 Euro drauflegen, dann könnt ihr das sogar vor Release spielen, wenn das euch 40 Euro wert ist. Es war es mir wert, tatsächlich. Und um euch, ne? Ich glaube, ich muss das nochmal neu aufnehmen, hä? Nee, wir lassen es jetzt so. Gut, wir spielen Starfield. Die Einstellungen habe ich alle schon gemacht. Grafikeinstellungen sind alle drin. Das müsste so passen. Beim PC packt es gerade so. Ist knapp. Knapp, aber es geht. Wir spielen gameplay-technisch. Es gibt leicht, sehr leicht, normal, schwer, sehr schwer. Ich kenne Bethesda. Bei Skyrim und Fallout habe ich ja alle Spiele samt alle gespielt. Leider nicht auf dem Channel, das war noch vor meinen Let's Plays. Schwer, sehr schwer ist schon wirklich sehr schwer. Deswegen spielen wir auf schwer. Weil normal ist okay, aber meiner Meinung nach meist nach zu einfach. Deswegen spielen wir auch schwer. Ich hoffe, es ist okay für euch. Das ist ein bisschen Herausforderung. Bisschen. Sehr schwer ist dann zu grindy, also schwer. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ich hoffe, es wird geil. Ich hoffe, es wird geil. Ich habe mich bis jetzt nicht gespoilert, obwohl schon kompletter Twitch und YouTube damit explodiert. Habe ich versucht, mich nicht zu spoilern. Also ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr habt so viel Bock wie ich. Geh mal rein. Neues Spiel starten. Ja. Und jetzt Greenscreen. Bluescreen. Greenscreen. Oh, ich muss noch mein Getränk öffnen. Bethesda Game Studios präsentiert. Starfield, oh mein Gott, Gänsehaut. Schön. Soll Datum 7. Mai 2330, mein Geburtstag. Es geht doch mein Geburtstag los. Argus Extraktion, Mining aus dem passenden Mond von Vectra. Geil. Hi. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Heller, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Verhohn mehr, ja? Ich mag so ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dustys schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Wir können uns umgucken. Mit WASD okay, bewegst du dich. Lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht über... Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen.
und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ha, Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dusties? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los! Mehr Tempo! Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! Jawohl! Oh! Oh! Hi. Geil, also. Ich will auch so ein Laser und hier rumfahren. Darf ich das? Hä? Oh, würde von dir. Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Geil! Der Cutter. Cutter, Magazinschuss, Feuerrate, bla. Oh, geil. Oh, das ist so geil. Oh mein Gott, das ist geil. Oh, wir dürfen was abbauen, Mann. Steht dir das? Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Ja, das werden wir noch sehen, ob wir hier schneller rauskommen, als wir denken. Ich bin bestimmt noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Ey! Wer sagt, dass ich mit dir überhaupt reden möchte? So. Wie hast du dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen? Ja, da stand halt drin, dass hier, ne, ein Haufen Geld zu erwirtschaften ist. Ich will mir mein eigenes Raumschiff kaufen, verstehst du das? Alles Lügen. So, wir kümmern uns das Beryllium-Vorkommen. Beryllium hinzugefügt. Geil. Das könnte ich jetzt stundenlang machen. Kriege ich hier auch was? Alles meins geweckt. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ne? Wenn sie mich mag. So, ich will dann. Ich nur meine Schicht überstehen. Ich hab dich nicht mal angesprochen. Lass mich in Ruhe. So, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen ab. Geil. Das läuft jetzt mittlerweile auf der neuen. Komm wieder zurück. Okay. Das läuft ja jetzt mittlerweile auf der neuen Engine von ihnen, auf der. Boah, Clark. Irgendwas 2. Es ist auf jeden Fall 2. Man merkt also im Vergleich zu Fallout. Ich arbeite. Es ist schon besser. Ich hab. Ja, ich habe die Einstellung schon weit hoch. Also wir spielen das meiste auf hoch, aber die Rendereinstellung musste ich schon drosseln, weil mein PC packt das Game nicht. Also es packt schon gut, aber gleichzeitig mit der Aufnahme, ich sterbe jetzt schon vor Hitze. Du hörst dich an wie meine Kollegen auf der Arbeit, das ist dir eigentlich bewusst? Das sagen sie auch immer. Oder war ich das? Ich glaube, das war ich. Du kommst mit mir. Ein kleiner Schritt. Folge Vorarbeiterin Lin. Das Ding ist geil. Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Ich hätte auch gerne so eine Taschenlampe, bitte. Wahrscheinlich dann erst mit. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach. Lin, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul.
Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Toll! Ich... Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Hey, guck nicht mich an. Mein Job ist erledigt. Ich guck dich aber an. Mhm. Ich will doppeltes Gehalt, wenn irgendwas schief geht. Dreifach. Dreifach. Haben wir es ja verstanden? Worauf wartest du? Gut. Dann sind wir uns ja einig. So, dann gehen wir mal. Halte F, um die Taschenlampe ein. Oh, ich wurde befördert. Danke. Ich habe eine Taschenlampe bekommen. Ich bin so glücklich. Entschuldigung. Wie geil das ist, dass das Licht so ein bisschen länger braucht, um das da hinten zu erhellen und so nachhängt. Geil. Geil gemacht. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf den Boden lenken. Lichten, leuchten. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Ja, wenn die Werte komisch sind, das ist immer gut. Ich bin doch neu. Ich hab mich da nicht beworben. Siehst du irgendwas? Ja, Erze. Kann ich die abbauen? Ich frag für einen Freund. Nein? Was haben wir hier? Schwebende Steine. Sieht gesund aus. Nutze den Cutter, um das Mineralvorkommen abzuspalten. Muss ich hier? Löst sich da überhaupt was? Wir holen kurz Energie. Ah ja, okay, es löst sich. Oh, es sitzt aber tief, ey. Wo klemmt's noch? In? Ne, das müsste eigentlich da. Da ist noch was. Na? Wir haben es gleich. Aber wir können schon nehmen. Hab ich gesagt. Boah, das würde ich gerne auch mal anfassen. Ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Ja, ich glaube. Kommt dir was bekannt vor? Ich glaube, da war was. Oh, nee, das war ich nicht. Okay. Personalunterlagen. Wir sind natürlich männlich. Oh, der die Charakterstellung. Ihr dürft euch auf eine lange Zeit gefasst machen. Das sieht eigentlich ganz cool aus im Vergleich zu früher. Also es ist schon deutlich besser geworden. Kann ich hier erstmal hier, ne? Körpertyp 1 und 2. Also natürlich, es gibt hier kein männlich oder weiblich. Es gibt nur Körpertyp 1 und 2. Laufstil. Okay, was war das dann nochmal? Das sieht komisch aus, oder? Das sieht besser, so ein bisschen lässiger, gell? Ja, das ist besser Hautfarbe. Wir sind natürlich strahlend
Leicht gebräunt weiß, das finde ich super. Ja, machen wir so. Gesicht, oh Gottes Willen, das wird jetzt gehen. Hier haben wir nochmal die Hautfarbe, Körperform. Viereckig, rund, breit, dünn. Dumm aus. Lassen wir mal vielleicht so. Boah, krass, das sind halt heftige Änderungen, gell? Machen wir mal so eher rundlich, oder? Haare, fangen wir mal gleich an. Haare. Fangen wir mal bei 1 an. Glatze, nee. Sieht ein bisschen aus wie Echo. Können wir mich so ein bisschen machen? So. Ja, genau so. So. Haut schon eher hin, aber ich bin ein bisschen älter. Das ist auch cool. Perfekt. Okay, krass, das ist relativ viel. Ich finde, wir machen da jetzt nicht so lange rum. Wir sind so ein kleiner Bub. Das bin ich vor 10, 15 Jahren. Das haut in. Haarfarbe machen wir natürlich braun. So strahlenbraun, ja. Bart. Wir können uns vielleicht doch älter machen. So. Das ist so ein ganz leichter Dreipartner. Ja. Die Bartfarbe sieht ein bisschen ungesund aus. Dann lieber so. Das kommt eher hin. Er hat so ein Bart. Ja, das ist ganz cool. Augen. Ach, da kannst du es sogar noch einzeln umstellen. What? Alter, warte. Krass. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Augenfarbe, machen wir mal. Ja, grau ist stark, klar, ich bin blind. Boah, wie gut die Augen eigentlich gemacht sind, das gefällt mir gut. So dunkles Braun, ja, das haut hin. So, Augenbrauen. Die sind eigentlich ziemlich buschig bei mir, aber. Machen wir mal 9. Das ist super. Armbrauenfarbe passt. Stirn sieht man eh nicht wirklich. Sehen wir da überhaupt irgendwas, wenn wir da was ändern? Nicht wirklich. Da machen wir mal 1. Verfeinern. Was ist E? Verfeinern? Oder wo war das? Vielleicht sollte ich auch mal E drücken. Ach, da kannst du das nochmal. Krass. Wie viel du hier einstellen könntest. Aber wir wollen ja hier ein Let's Play machen und nicht, ne? Meine Nase ist gigantisch, ungefähr. Ja, das passt. Ja. Wir können es doch drehen. Nasen finde ich generell ziemlich hässlich, also machen wir mal die. Ohren. Sehen wir da mehr? Nee, nicht wirklich. Mach mal 1. Komm, mach mal 1. Da können wir nicht 4 einstellen. Wangen. So ein bisschen mehr eingefallen. Das wäre dann dünner, relativ glatt. Vielleicht eher seitlich drauf gucken. Krass, da sieht jede zweite für mich gleich aus. Das ist ein bisschen. Alter. Was ist jetzt der Unterschied zwischen 8 und 10 zum Beispiel? Guck das dir mal an. Das hat doch keinen Unterschied. Kannst du mir sagen, was du willst? Nehmen wir mal 10. Mund.
zu Kussmund unbedingt. Dann nehmen wir mal. Ich denke mal, eins war. Nee, eins sah schrecklich aus. Das sieht auch komisch aus. Toll, jetzt sieht alles komisch aus. Machen wir mal. 8 sieht relativ normal aus. Machen wir mal 8. Ja, 8 sieht gut aus. Zähne. Perfekt. Wir sind natürlich strahlend weiße Zähne. Hallo? Also da gibt es gar nichts. Kiefer. Kann ich hier so ein bisschen... Nein, kann ich nicht, gell? Nee. Da ändert sich auch nicht viel, oder? So ein bisschen kantiger vielleicht. Das ist ganz gut. Kinn. Das ist fast zu kantig, oder? So ganz normal rund, das ist so ein Standardkinn, ja, aber es steht ein bisschen raus, oder nicht? Nee, das steht raus. Boah, die stehen alle ziemlich raus. Mach mal 10. 10 fand ich eigentlich ganz cool. Machen wir 10. So, Schmuck. Tragen wir Schmuck? Ja, Piercing eher weniger. Ich hatte mal ein Lippenpiercing. Will die Lippenpiercings haben, bin ich dabei. Nee, das ist natürlich wieder reinster Rassismus hier. Also, nee. Schmuckfarbe ist in dem... Wobei, vielleicht könnten wir uns... Wir haben Hals übersprungen, ups. Erstmal zurück zu Hals. Ja, ich glaube, das haut hin. Machen wir mal das. So, Schmuck machen wir uns. Komm, wir machen uns ein... Wir machen uns krasse, runde Ohrringe. Nee, lass mal. Hautästhetik. Oh Gott. Das bin ich montags. Kannst du auch nochmal verfeinern. Also die, wo Bock haben, eine richtige Charakterstellung zu machen, da bist du ewig. Also da kannst du dich wirklich ewig beschäftigen. So, das sieht nicht so rein aus, aber nicht so extrem. Wir nehmen jetzt mal einfach 10. Oh, wobei, komm, wir gucken noch die anderen an. Nee, ist ein bisschen extrem, oder? Aber es ist realistisch. Keiner von uns hat so eine reine Haut. Jetzt mal bitte. Temp-Ton. Ja, das ist wie kurz vorm Ersticken. Keine Leber. Zu lange in der Sonne. Okay, bleiben wir bei 1. Unreinheiten. Hier können wir uns Sommersprossen und sowas machen. Leberflecke. Lassen wir bei 1. Narben braucht man nicht. Wir können aber mal durchgucken, dass man das mal gesehen hat. Okay. Unbedingt. Krass. Also schon gut gemacht, muss man sagen. Sieht echt nice aus. Das ist ein bisschen heftig. Wir spielen kein Horrorgame. Gesichtsform. Unbedingt. Heftige Tränensäcke. Okay, das sind wirklich nur ganz leichte Konturen, die da dazukommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Uralt. So alt bin ich jetzt auch noch nicht.
Ich fand realistisch. Ich weiß nicht, was sie verändert hat, aber das ist, glaube ich, ganz gut. Aber wobei unsere Augen glänzen da so extrem. Glänzen generell extrem, oder? Ja, lass mal 13. Gesichtsform 2. Ach, die kannst du dann über Latten lappen, oder was? Krass. Lass mal 1. Tattoos. Wie vom Karneval. Lassen wir einfach mal 1. Also machen wir keins rein. So, Wangen, das ist super klasse. Das ist hier noch Schmutz, ja. Können wir uns ein bisschen schmutzig machen. Das ist alles super. Hintergrund. Wir machen da jetzt einfach mal weiter. Wir sehen übrigens beschissen aus. Das habe ich nicht so gut gemacht. Aber meistens tragen wir eh einen Helm, wenn wir uns mal ehrlich sind, oder? Wobei. Moment. Ich mache kurz Pause. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir schon wieder. Ich habe nur ein bisschen verändert. Das wird ein bisschen älter und es war ein bisschen kindlich. Das wollen wir nicht. So, wir gucken uns den Hintergrund an. Wir haben einmal den besten Jäger. In dem besiedelten System wimmelt es von feindseligen Lebensformen. Von den Aster auf Aquila bis zu den Terromorphs hast du gelernt, diese zu jagen und zu erledigen. Fitness. Das wertvollste Gut im Weltraum ist der Sauerstoff. Die verbesserte Lungenkapazität, die man durch regelmäßiges Fitnesstraining entwickelt, ist überlebenswichtig. Ich denke mal, dann wird da auch keiner rauchen. Ne? Ballistik. Jahrhundertelange Konflikte haben gezeigt, wenn es darum geht, Gefahren zu beseitigen, kann es kaum etwas mit der zuverlässigen Kraft von Hochgeschwindigkeitsgeschossen mithalten. Gastronomie. Zugang zu brandneuen Welten bedeutet auch Zugang zu brandneuen Zutaten. Und ein talentierter Koch kann aus nahezu allem köstlichen Nahrung und erfrischende Getränke herstellen. Cool. Also kochen können wir auch. Das ist nice. Der Bildhauer. Mit einem anatomischen Wissen und deinen ruhigen Händen hättest du auch Chirurg werden können. Stattdessen hast du auf dein Herz gehört und fantastische Kunstwerke erschaffen. Klasse. Medizin, Geologie und Überzeugen. Okay. Der Cyberrunner von Neon bis New Atlantis, den die Megacorps für Macht, Prestige und Profit. Du hast für und gegen sie gearbeitet, offen und verdeckt und dein Gewissen dabei oft in Credits geopfert. Schleichen, Sicherheit und Dieb. Oh, wir könnten Dieb spielen, das wäre. Das Eigentum fremder Menschen entwenden, da bin ich nicht abgeneigt, muss ich ehrlich sagen. Der Dateifehler. Mach mal weiter. Merkwürdigerweise gibt es in den Akten keine Informationen über dein früheres Leben. Ist das ein Versäumnis der Verwaltungspersonal? Hat eine unbekannte Macht die Daten gelöscht? Oder gab es einfach nichts Erwähnenswertes? Fest steht, deine Vergangenheit kennst nur du. Wichtig sind das Hier und Jetzt und der Weg, den du einschlägst. Krass, dann kann ich entscheiden, oder? Wohlbefinden. Durch einen aktiven Lebensstil und deiner Gesundheit kann man sein allgemeines Wohlbefinden und sogar seine Lebenserwartung steigern. Schön. Ballistik kennen wir ja. Fliegen. Als die Menschheit nach und nach immer weiter ins All vorgedrungen ist, ist die Zahl der lizenzierten Piloten für die verschiedenen Arten von Raumschiffen dramatisch angestiegen. Okay, da können wir wahrscheinlich selber größtenteils entscheiden. Diplomat, die Kriege sind vorbei und nun herrscht Frieden in besiedelten Systemen. Doch nur, weil einige im Stillen weiter dafür kämpfen. Dank dir wurden Pakte geschlossen und Abkommen geachtet, um Leben und Leben gerettet. Überzeugen, Handel, Wohlbefinden, Glas, Entdecker. Angeblich soll es keinen Entdecker mehr geben. Doch während die große Fraktion verzweifelt über die Kontrolle und um Gebiete kämpften, warst du damit beschäftigt, die Wunder der besiedelten Systeme zu erforschen. Laser. Persönliche Laserwaffe sind in den besiedelten Systemen weit verbreitet. Durch eine spezialisierte Ausbildung kann ihre Effektivität stark gesteigert werden. Astrodynamik. Fortgeschrittene Technologie ist das eine, aber Geschick, Geduld und ein bisschen Liebe sind nötig, um noch mehr Leistungen aus dem Graphantrieb eines Schiffes herauszukitzeln. Nice. Und Analyse. Die Menschheit liegen nun zahllose unterirdische Welten offen und es ist unentbehrlich, all diese Daten von der Oberfläche zu identifizieren zu können. Das ist auch cool.
Frachtflieger. Sollen die anderen Hitzekämpfe über die Laserwaffen und Manövrierbarkeit fachsimpeln. Du bist ein Spacefucker, ganz einfach. Du bringst die Fracht gegen Bezahlung rasch ans Ziel. Das Leben kann so schön sein. Also LKW-Fahrer im Weltraum? Gewicht heben, fliegen, ballistische Waffensysteme, der Gangster. All die Trottel, die für ehrlichen Lohn aufreiben, haben dich schon immer angewidert. Sobald du alt genug warst, um eine Waffe zu halten, hast du dir genommen, was du wolltest, wenn es andere gerade hatten. Der Homesteader. Die vielen sauerstoffreichen Planeten und Monde der besiedelten Systeme bieten der Menschheit eine neue Heimat, wenn man über das Know-how verfügt. So wie du. Geologie, Analyse und Gewichtheben. Alter, das... Ich kann hier nicht jeden durchlesen. Da sind wir ja ewig beschäftigt. Doch, kann ich. Wir nehmen uns die Zeit, das alles zu machen. Ihr könnt es ja skippen, falls es euch nicht interessiert, aber es gehört dazu. Der Industrieller. Schon früh hattest du den Wunsch, Karriere zu machen. Ob als Chip-Designer oder CEO eines Konzerns. Glücklicherweise wird jemand in den besiedelten Systemen stets gesucht. Forschungsmethoden, Sicherheit und Überzeugen. Was ist Forschungsmethoden? Indem Forscher sowohl neue als auch altbewährte Methoden einsetzen, können sie Projekte schneller abschließen und sogar noch unerwartete Einblicke gewinnen. Koch. Während die groben Massen Chunks verschlingen, hast du den feineren Geschmack bedient. In deiner Küche wurden unzählige fremde Spezies zu kulinarischen Meisterwerken. Boah, ich würde da gerne mal essen. Bei ihm dann. Nahkampf, Gastronomie und Plündern. Plündern. Kopfgeldjäger. Das ist bestimmt auch cool. Wo immer jemand gesucht wird, gibt es jemanden, der ihn gegen Profit schnappt. In den Walden des Alls kann die Beute zwar fliehen, aber nicht entkommen. Fliegen, zielgesteuerte Systeme und Boost-Pack-Training, dank Spezialtraining und Innovation in puncto persönlicher Mobilitätssysteme, ist nun eine freie Erkundung fremder Welten möglich. Hört sich gut an. Kybernetiker, Roboter, bloß Spielzeuge, Neuroamps, Taschenspielertricks. Durch den Kolonienkrieg fanden Implantate und Upgrades Verbreitung, doch du sahst eine größere Zukunft, Mensch und Maschine vereinigt. Medizinsicherheit und Laser. Der Pilger, Reisende, Wanderer, Suchende, Vorbeiziehende. Auf deinen Reisen hattest du schon viele Namen und hast etwas gelernt, das andere nie verstehen werden. Der Weg ist das Ziel. Ist auch cool. So viel ist es gar nicht. Der Professor. Du liebst es, zu lernen, doch nichts ist so schön, wie andere zu unterrichten. Je weiter sich die Menschheit im Weltall verbreitet, desto mehr gibt es zu lernen. Und du bestehst zur Stelle. Hat Astrodynamik, Biologie, okay, ist eher wieder so ein Flugding. Der Ronin. Herrenlos und ungebunden hast du auf deinen Reisen durch die besiedelten Systeme deine Dienste angeboten. Für manche bist du bloß ein Söldner, für andere ein Held. Und für einige wenige ein ewiger Albtraum. Oh ja. Nahkampf, Schleichen und Plündern. Ist auch cool. Der Sanitäter. Sollen die anderen um etwas Unendliches wie den Weltraum kämpfen? Du hast dich nie vor den Feinden gefürchtet. Viel lieber kümmerst du dich um deine Freunde. Nein. Schurke. Gut, böse, wer weiß das schon. Wenn du auf deinen Reisen durchs All eines gelernt hast, dann das. Der Weltraum mag schwarz wirken, doch in Wahrheit ist er ein einziges Grau. Pistolenzertifikat, fliegen und überzeugen. Der Soldat. In den besiedelten Systemen bricht häufig Krieg aus. Ausgebildete und bewaffnete Krieger werden also jederzeit gesucht. Du hast schon viele blutige Konflikte erlebt und hast sie überlebt. Fitness, Ballistik und Boost-Pack-Training. So, der Türsteher ist es noch. Du hast in den übelsten Clubs der besiedelten Systeme für Ordnung gesorgt. Damals hast du gelernt, dass sich die meisten nicht tödlichen Konfrontationen auf zweierlei Weise klären lassen. Mit einem starken rechten Haken oder einer stärkeren gesicherten Tür. Boxen, Sicherheit und Fitness. Dann noch der Xenobiologe. In den besiedelten Systemen leben unzählige fremde Lebensformen. Bislang wurden zwar noch keine Intelligenten entdeckt, doch das hat dich nicht davon abgeschreckt, sie zu erforschen und von ihnen zu lernen. Laseranalyse und Analyse und Fitness. Okay. Schwierig. Das ist echt schwierig. Sind viele Sachen cool, aber vieles wiederholt sich auch.
Ich bin schon eher so der Entdecker, ich mag das. Aber Frachtflieger, Gangster, Kopfgeldjäger ist auch cool. Der Pilger ist auch cool, da hast du Kochen, da hast du Plündern und du kannst analysieren. Das würde mir auch gut gefallen. Ich denke mal, dass man eh alles kann. Also bei dem Dateifehler, da wirst du wahrscheinlich machen können, was du willst. Koch ist bestimmt auch ganz cool. Plündern, Gastronomie, Nahkampf. Nee, Ronin ist bestimmt auch geil. Schurke. Warte, da war noch, bei Schurke war doch noch was anderes. Gangster, oder? Dieb, ja. Schrotflinten ist nicht so meins eigentlich. Boxen. Synthetisch Schurke, dass bei Schurke kein Dieb dabei ist. Schwierig. Ronin. Sollen wir den Koch nehmen? Für Plünder, Nahkampf, Gastronomie ist halt schon geil. Komm, wir sind. Ich bin angelernter Koch. Hab als Kind Koch gelernt. Oder halt zumindest 2 Jahre. Das ist doch was. Oder? Da sehe ich mich. Plünder, Nahkampf, alles andere können wir bestimmt eh noch machen. Und Essen ist bestimmt wichtig. So, Merkmale, optional. Alien-DNA. Du hast dich für ein riskantes Experiment freiwillig gemeldet, das Alien und Mensch-DNA vereint. Darum startest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings Detail- und Nahrungsitems weniger wirksam. Arbeitgeber. Wollen wir überhaupt was? Wir können auch einfach gar nichts nehmen. Arbeitgeber. Du hast deine Crew für bestimmte Schiffssysteme ausgebildet. Repariert sich das System gelegentlich vollständig, wenn es zu weniger als 50% betätigt ist. Im Gegenzug kostet es doppelt so viel wie Crewmitglieder anzuheuern. Du bist als Mitglied der Aufgeklärten aufgewachsen. Du erhältst im Haus der Aufklärung im New Atlantis Zugriff auf eine Spezialkiste voller Items, verliest aber den Zugriff auf die Sanctum Universum Kiste. Kann nicht mit einer anderen religiösen Eigenschaft kombinieren. Ich will nichts, was mir irgendwas sperrt oder schlechter oder besser macht. Du hast ein Gespür für die Gefühle anderer Personen. Gefällt deinen Begleitern, was du tust, erhöht sich vorübergehend ihre Effektivität im Kampf. Missfällt es ihnen, hat dies den genauen gegenteiligen Effekt. Gesucht, Heldenverehrung. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan von dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Introvertiert, Kinderkram, ja, Traumhaus. Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek bei der Galbank 125.000 Credits und die muss wöchentlich gezahlt werden. Ob wir auch so ein Haus kaufen können? Bestimmt. Du bist ein Mitglied der Sanctum Universums aufgewachsen. Du hältst im Sanctum Universum New Atlantis Zugriff auf eine Spezialkiste. Okay. Das ist das andere. Weltraum. Dein Körper hat sich ans Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind dort erhöht. Am Boden jedoch verringert. Kann nicht mit Terra Firma kombiniert werden. Wir lassen alles offen, würde ich sagen. Damit wir, ne? Ich will hier nichts, ne? Wir machen, lassen alles offen. So, was kommt noch? Das war's. Dann machen wir mal beenden. Wir heißen natürlich T-E-O-L-D-R-A. Sie, ihr. Perfekt. Pronomen. Er, ihn, wenn ich bitten darf. Er, ihn. Danke. Bestätigen. Es vom Herd in den Stollen. Die Crew hat eine Wette laufen, mit welchem Restaurantkritiker du es dir verscherzt hast, um hier zu landen. Ah, lol, das hat okay, sogar schon... Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Ja, ich erinnere mich, es gab da so ein Licht und Musik. Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Ja, immerhin. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir... Wenn was war man das? Vom Teufel spricht.
Ein kleiner Schritt, voll gelinnen. Darf ich hier schon alles klauen? Oh Gott, darf ich das nehmen? Darf ich das nehmen? Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment, dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Mhm. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Hä, ist doch voll geil. Ich weiß gar nicht, was der hat. Okay, Dusty, Luftschleuse. Leg den Helm an. Wie lege ich den Helm an? Tap. Let's go. Hier so eine Kata, Gesundheitsskills. Was mache ich? Inventar. Wähle die Kategorie Helme. Waffen, neue Items, Anzug, Tiefenge, Rucksack, Helme. Geil, Tiefenhelm. Wir verlassen das Inventar. Perfekt. Ja. Krass, das, die Sicht ist auch ein bisschen anders jetzt. So ein bisschen so, als ob ein Filter drüber ist. Das ist cool gemacht. Hey, ramm mich nicht! Oh, wow. Stottert ein bisschen. Ah, nur ein bisschen. Es geht noch. Muss ich mal gucken, ob wir da noch was gefixt kriegen. Ehrlich? In der Discovery-Klasse? Das Schiff ist älter als der Mond. Es ist nicht alt, sondern ein Klassiker. Na los. Wir warten hier einfach. Es hat ein bisschen Fallout-Feeling, so mit dem Helm und dem Anzug. Wisst ihr, was ich meine? Können wir eigentlich fliegen? Ne, wir können aber springen. Ah, wir können auch laufen. Wie konnte ich gerade laufen? Irgendwie konnte ich gerade laufen. Ah, so. Laufen wir mal langsam mit denen mit. Wer sich da anlehnt. Hi. Barrett? Lynn! Du bist ein cooler Roboter. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Mhm. Genau hier, der neue. Ich stehe auf der Seite, sorry. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Boah, das könnte man so nennen, ja. Gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das ist die Crimson Fleet. Das heißt... Waffen! Halte die Piraten ab. Optional, nimm meine Waffe. In den Notfallübungen. Los! Ja, was mache ich? Das sind nur Raudis. Wir schaffen das. Wartet doch mal. Kann ich die... Wie wechsle ich meine Waffe? Danke. Sieht übrigens okay. Nice aus. In Deckung bleiben. In Deckung. Moment kurz. So, wir sind wieder da. Die Piraten. Ich brauche hier Hilfe!
Ja, ich treffe gut, wie es aussieht. Nicht. Rennen. Oh mein Gott, bin ich bad im Aiming. Ja, ich treffe gar nichts. Verbrennung erlitten. PA! Wir rennen hin. Einfach Nahkampf. Boah, das Visier von dem Ding ist ja für den Arsch. Ich ziel nicht. Mach das immer mal so. Oh Gott, die sind alle. Du hast wenig Gesundheit. Drücke 0, um ein Medipack zu verwenden. Du kannst Medipack auch über dein Inventar verwenden. Drücke hier für I und dann wie auf Hilfe. Wir drücken 0. Ah, wir machen voll wenig Schaden. Wir gehen einfach hier rein. Einfach mitten rein, das ist immer gut. Easy. Gibt's eigentlich keine Eddies oder so? Einer dead. Und macht das doch schon hier Crit Damage free. Und du jetzt, hä? Oh Gott, der bringt uns rum, wenn wir nicht aufpassen. Wir haben keine Muni mehr. Wir haben keine Muni mehr. Können wir die Waffe hier, ne? Cutter, let's go. Wir lasern den weg. Gib mir das ganze Zeug, wir nehmen auch noch ein Medipack. Geil. Geil, looten. Geil. Boah, ist hier eine Waffe. Modifizierter Maystorm. Alles mit. Alles meins. Alles meins. Danke. Schön. Wehe, die kürzen uns wegen des Angriffs das Gehalt. Meiner. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen zu ihr. Darf ich hier kurz hier Credits und so klauen und den Schraubenschlüssel und das Klebeband? Hier das Teppichmesser, damit würde ich gern kämpfen. Wie kann ich eigentlich die... Okay, sagen wir First Person. Wenn das Management nachher irgendwas von Mithaftung labert, bin ich raus. Oh, ist das toll. Ich kann hier alles aufheben. Entschuldigung. Ich meine, ja, ist ganz cool. Was haben wir hier? Ribshank. Gucken wir uns nachher alles an. Geht's dir gut? Hast du gesehen, wie Lin einfach auf die Piraten zugestürmt ist? Ich war vorher da, aber okay. Also wenn, dann bin ich der krasse Boy. So, okay, wir gehen zu Lin. Machen jetzt nicht kurz rum, wir gehen zu Lin. Hi, Lin, hi. Hi. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Oh, gut, jedes Mal. Hey, das war gute Arbeit. Du bist cool geblieben. Danke. Dann reden wir mal mit Barrett. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen. Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Darf ich vielleicht selber entscheiden? Was ist die Constellation überhaupt? Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Das sind wir. Da fliegen wir hin. Hört sich ja gar nicht mehr so schlecht an. Runter von diesem verdammten Mond. Nichts lieber als das. Gegen ehrliche Arbeit ist nichts zu sagen. Wobei, ja, verstehe schon. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt gerade auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe? Und stattdessen deinen Dusty schicke. Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lin. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein.
Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Mhm. Aber die Mine, ihr braucht mich doch, um Erz zu sammeln. Definitiv. Nachdem wir angegriffen wurden, wir müssen packen und weiterziehen. Argos kommt den Rest holen. Geh schon. In dem Fall danke. Danke für alles, Lynn. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Der ist cool. Ach, und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Nice, wir haben eine Uhr. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Ja, warum hat sich der Mund nicht belegt, wenn du mit mir redest? Ha, ich weiß, das ist die Übersetzung. Warum waren die Piraten eigentlich hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Macht Sinn. Was haben wir da eigentlich genau ausgegraben? Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Mit meiner Hilfe? Und wer seid ihr eigentlich und wer ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Hm, okay. Bekomme ich eigentlich mein eigenes Schiff? Habe ich das richtig verstanden? Du gibst mir dein Schiff? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Wow, wow. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Ja, aber warum schickst du eigentlich mich? Kannst du nicht selber gehen? Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Okay, danke. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Das ist Vasco. Vasco ist cool. Dann Lynn, es war mir eine Ehre. Danke für die Taschenlampe. Ich leuchte dich mal ein bisschen an. Du dann mal? Ach, Entschuldigung. Ja, Vicky. Okay. Können wir noch ein bisschen Sachen looten? Hier, Medipack nehmen wir mit. Das ist leer. Vasco, ich komme mit. Hi. Hi. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Ja. Das ist mein Schiff. Geil. Das ist mein Schiff. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Die Rampe hoch, Captain. Ich bin in der externen Bucht. Und was ist die externe Bucht? Hängst du dich irgendwo da dran, oder? Andererseits musst du nicht atmen, hä? Medipack nehmen wir mit. Synapse Alpha nehmen wir mit. Was auch immer das war. Dann gehen wir mal hoch. Ein kleiner Captain, Schritt. Ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Bestimmt. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Danke dir. Wir setzen uns jetzt erstmal hier hin und essen das Sandwich leer von dem Typen. Wichtig und richtig. Angebissenes Sandwich, lecker. Er hat es nicht leer gegessen. Oh, das gönne ich mir. Oh, lecker. Der Digi-Dietrich. Der Digi-Dietrich nehmen wir mit. Die Chunks-Apfel, der ist Chunks Nahrungsstoffe mit Apfelgeschmack.
Regeneriert 5 Gesundheit. Nehmen wir natürlich mit. Den Teller nehmen wir mit. Behälter mit Müsli. Nehmen wir mit. Schokohapfen nehmen wir mit. Pflanze lassen wir stehen. Die sieht da schön aus. Gut. War schön. So, das ist also jetzt unser Raumschiff. Zumindest wir haben es bekommen, aber es ist geliehen. Also es ist nicht es ist indirekt unseres. Kaffee, das lassen wir alles mal hier drin. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Gefällt mir gut. So richtig Bethesda-Style. Ich merke schon, Forschungsstation. Schließe im Forschungslabor Projekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken. Um mit einem Forschungsprojekt voranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich vom Planeten extrahierte Rohmineralien handeln, um organische Substanzen von Ehenkulturen und Pflanzen oder um an der industriellen Werkbank hergestellten Komponenten. Mhm. Pharmakologie. Krass, man kann hier einfach Zeug sozusagen, muss es erforschen, dass du es craften kannst, oder wie? Sogar Stühle. Dekoration. Geil. Geil! Entschuldigung. Waffenmods. Oh, geil. Waffenmods. Leute, Waffenmods. Oh, geil. Ich habe das bei Fallout 4 schon geliebt. Ausrüstung. Okay, da. Da gibt's ordentlich zu tun, hä? Da haben wir ordentlich zu tun. Links haben wir diese Uhr. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist unser Kompass jetzt. Cool. Was haben wir hier? Hydraulikklammer. Die brauchen wir unbedingt. So, schön hier. Schön, schön, schön. Schön. Schleudersitz. Der gelehrte Astronom. Wo kann ich das Zeug eigentlich? Wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Wir haben ja die Zeit. Neue Items. Gibt es sogar einen Reiter für. Schraubenschlüssel. Modifizierte Malstorm. Guck mal, es sind zwei verschiedene. Geil. Kompensator und hier ein großes Magazin. Geil. Nice. Teppichmesser. Teller, der mich extrem anstrahlt. Schokohapfen. Oh, die Rettungssack sieht cool aus. Gönnen wir Equipment eigentlich? Hier haben wir nochmal zweimal eine Waffe. Klebeband. Hellen Piratenangriff. Könnten wir mit der aktuellen vergleichen mit V? Okay, da können wir unsere Sachen vergleichen. Also die ist physisch schlechter, Energie dafür besser. M weiß ich ehrlich gesagt nicht, was es ist. Luftbasiert, korrosiv, strahlend, Masse, wie viel es wiegt. Okay, Wert ist es aber der Piratenhelm deutlich höher. Okay. Hammer. Digi-Dietrich. Das ist ja schon Dietrich, oder? Der gelehrte Astronom. Als ich den gelehrten Astronomen hörte, als ich die Beweise und die Zahlen in Spalten vor mir aufgereiht sah, als man mir Tabellen und Diagramme gab, um sie zu addieren, zu dividieren und zu messen, als ich das Astronomenvortrag hörte, den er unter viel Applaus im Hörsaal gab, da fühlte ich mich alsbald unerklärlich müde und krank, bis ich mich erhob und aus dem Hörsaal stahl, um alleine vorzugehen, um in der mysteriösen, feuchten Nachtluft hin und wieder hinauf zu den Sternen zu blicken in vollkommener Stille. Walt Whitemans, als ich den gelehrten Astronomen hörte, fasste die Verachtung des Autors für die wissenschaftliche Überanalyse der Schönheit der Natur in nur eine kurze Strophe treffend zusammen. Mhm. Ich hätte es jetzt anders formuliert, aber okay. Wir nehmen nochmal so einen Apfel mit. Und der Pilotensitz. Wir setzen uns hin. Wir setzen uns hin. Geil. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Gelandet. So. Mit Leertaste können wir das Schiff starten. Und ich würde sagen, das ist hier ein guter Cut, bevor wir in die große, weite Welt, das große, weite Universum hinausgehen. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und
Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir zusammen das unglaublich riesige Universum erforschen und alle dort beklauen, die sich da drin befinden. Ich denke, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Starfield. Ich finde es immer noch so geil, dass es endlich soweit ist. All die Jahre. Bis zur nächsten Folge.